Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Commented Collection. Ja, heute nehmen wir uns die Sammlung vom lieben Joshua vor. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt, wir alle sind Thaddäus. Und was ich von seiner Sammlung halte und ob ich am Ende vielleicht sogar eine Abo-Empfehlung für seinen Kanal aussprechen kann, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, willkommen meine Freunde. Lang ist es her. Vor etwa 3 Wochen hatten wir die erste offizielle Folge Commented Collections und die kam mit über 600 Aufrufen, über 40 Likes und einem für meine Verhältnisse regen Meinungsaustausch in der Kommentarfunktion hervorragend an. Da dachte ich mir, es wird nach fast einem Monat mal wieder Zeit für einen zweiten Teil dieses neuen Formats und dementsprechend schauen wir uns heute mal Joshuas Sammlung an. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr vielleicht eure eigene Sammlung auf meinem Kanal vorstellen könnt, dann bleibt doch bis zum Schluss dran. Keine Sorge, das Video wird heute nicht allzu lang, es ist sogar so kurz, dass ich auf eine Premiere verzichten werde, denn da werde ich das Ganze noch einmal erläutern. Jetzt habe ich aber schon wieder genug gefaselt, wir wollen es ja nicht in die Länge ziehen. Der Joshua wird sein Video diesmal selbst kommentieren, weil er es so hektisch aufgenommen hat, dass ich leider keine Zeit habe, es selbst zu kommentieren, beziehungsweise diese Bearbeitung schlichtweg nicht möglich ist. Wir sehen uns also erst zum Fazit wieder und in dem Sinne, Film ab! So, fangen wir an mit meiner OVP-Sammlung. Als erstes Legendary Decks, Yam Yugi. Yugis Legendary Decks, schönes Ding auf jeden Fall. Ja, kann man eigentlich nicht viel zu sagen, meiner Meinung nach. Sieht auf jeden Fall richtig schick aus. Dann, kleines Investment, Dual Devastators, habe ich mir bei meinem GameStop mal gezogen. Auch noch, natürlich noch OVP mit den schönen Handtraps. Da sind ja noch viel Center-Karten drin. Finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dann kommen wir zu ein paar anderen Sachen. Starterdeck Cyrus Trustdale, Deutsch erste Auflage. Ein schönes Starterdeck. Sieht sehr, sehr nice aus, finde ich. Des Weiteren habe ich 2x Crimson Crisis Special Edition noch eingeschweißt. Amerikanische Version, sind auch sehr schick, eine will ich ja vergiveawayen, da muss ich nochmal gucken. Dann des Weiteren Rise of Destiny Special Edition in Englisch, auch ein schönes Oldschool Ding. Warrior Strike Structure Deck, Deutsch erste Auflage, auch OVP, hier alles OVP natürlich. Ich finde hier sehr schick, sag ich mal, die Riffelung. Force of the Breaker Special Edition, auch Englisch, OVP natürlich, sehr, sehr schick. Structure Deck, Warriors Triumph, Deutsch erste Auflage, auch ein sehr schönes Ding. Dann noch Saga of Blue Eyes White Dragon Structure Deck, auch Deutsch erste Auflage, wie man ja sehen kann, ich liebe den Blue Eyes White Dragon. So, dann machen wir weiter mit meinem Binder, Kyber, Blue Eyes White Dragon. So, erste Seite, Misprints, 5 Stück an der Zahl. 4 Ghost Rares. Ich kann mal hier eben einen rausholen. Na komm. Alle Deutsch erste Auflage Nirmint. Also bei mir meiner Meinung nach alle in sehr, sehr top Qualität. Sehr schicke Karten. Ja, ich muss mir nochmal andere Sleeves holen. Den zeige ich nicht. Aber der aufrichtig nochmal. Ja, da ist es immer ein bisschen schwer, die Holo einzufangen. Aber sehr, sehr schick. Light of Destruction, auch Deutsch. Erste Auflage. Dann machen wir weiter. Auf der zweiten Seite Drachenstuff. Drachen, ich liebe Drachen. Hier so ein schönes Exemplar. Cyberdrache. In Rare, erste Auflage. Finde ich sehr schick. Natürlich der SDK. Kein First, aber ist mir ein bisschen zu teuer. Buntäugiger Pendeldrache. Das ist diese eine Rarity, wo es, glaube ich, nur 4 Karten im Moment von gibt. Die so komplett über die ganze Karte geht. Dann habe ich hier noch einen kleinen Miscut vom Strong Wind Dragon, wie man sieht hier unten, viel zu wenig, hier oben viel zu viel, ist auf jeden Fall eine schicke Karte, hole ich gleich nochmal mein anderes Schmuckstück hier raus. Blue Eyes White Dragon als Gold Metal Karte, die ist auch richtig schön schwer,
Sieht richtig, richtig nice aus. Richtig schicke Karte. Dann auf der Seite hier haben wir ein bisschen Mix. Invasion of Chaos, Invasion of Chaos, Invasion of Chaos, Invasion of Chaos und die beiden auch. Sehr seltene Karte aus Invasion of Chaos in Deutsch in dem Zustand. Genauso wie Angriff mit dunkler Magie. Kriege ich jetzt natürlich nicht raus. Nein. Doch, okay. Dachte ich, den gerade hier auf. Angriff mit dunkler Magie aus Dark Revelation Volume 2. Sehr, sehr schicke Karte. Auch selber gezogen. Direkt in die Hülle. Also sehr, sehr schick. Einen dunklen Paladin, den finde ich auch sehr cool. Ja, sieht einfach echt sehr, sehr nice aus, die Karte, meiner Meinung nach. Dann haben wir des Weiteren hier. Das ist so ein kleiner Mix. Da habe ich mal. Was habe ich hier nochmal? Den Flammengeist müsste es sein. Ja, Flammengeist First aus LOB. Ja, ist halt so eine kleine Oldschool-Karte. Und die Karte finde ich sehr, sehr schick. Dunkles Magiermädchen aus ihrer eigenen Tin in Niemand. Habe ich damals beim Jan gekauft. Genauso wie die anderen. Wie die und die Karte. Sehr, sehr schick. Und kommen wir eigentlich auch schon zur letzten Seite. Hier habe ich ein paar 5Ds-Promos. Wie zum Beispiel, das müsste der hier sein, Burning Skullhead. Sind ein paar 5Ds-Promos. Dann habe ich hier noch World Cup Karten, sind jetzt nicht krass viel wert, aber ich fand die Karten einfach schick, oder naja, schick auch, aber ich wollte sie auch behalten, weil ich denke mal, die wird es so oft nicht mehr geben, da sie eine Promo waren, und deswegen habe ich sie mir hier in meinen Binder gepackt. Ja, dann haben wir hier noch Tokens, hier oben zwei Playsets, hier auch nochmal zwei Playsets von, hier fehlen mir jetzt noch welche, muss ich mal gucken, ob ich die noch irgendwie reinbekomme. Und dann habe ich hier nochmal vier Tokens, vier kleine Tokens, die habe ich auch aus einer Sammlung rausgeholt. Die habe ich jetzt zweimal, die einmal und die auch einmal. Ja, und das wäre es auch schon mit meinem Binder gewesen. So, kommen wir zum Fazit. Fangen wir mal mit der Sammlung an. Der liebe Joshua punktet meiner Meinung nach speziell durch die angesammelten OVP-Produkte. Die stehenden Einzelkarten leider Gottes tatsächlich großteils die Show. Die Legendary Decks als Beispiel sind als erste Auflage mittlerweile sauteuer, für unter 100 Euro kaum noch zu finden. Und auch die Special Editions sind alles andere als leicht zu finden. Speziell diese Rise of Destiny Special Edition ist wirklich rar gesät und sauselten. Die Structure Decks bzw. Starter Decks sind jetzt nicht so sonderlich selten. Ja, vor allem Warrior's Triumph bekommt man ja trotz des Alters für einen Apfel und ein Ei hinterhergeworfen. Nichtsdestotrotz wirklich sehr beeindruckend, was der an OVP-Zeug rangeholt hat. Da kitzelt es mir schon fast in den Fingern, weil sowas kann man doch nicht OVP lassen. Ich bin jemand, der muss einfach alles aufmachen. Ich muss einfach alles aufmachen. Richtig furchtbar, ich weiß. Okay, auf jeden Fall, der Ordner-Deck glänzt vor allem auf der ersten Seite. Eigentlich glänzt er nur auf der ersten Seite. Die vier Ghosts sind halt wirklich mega nice. Auch wenn Aufrichtig und der Chaos-Neos natürlich hervorstechen. Man darf nicht vergessen, so ein aufrichtiger Ghost als deutsche Erstauflage geht schon so seine 70 Euro. Und so ein Chaos-Neos ist für unter 100 eigentlich kaum noch in Reichweite. Der Rest des Ordners ist etwas chaotisch sortiert, wie ich finde, enthält zwar schöne Karten, aber ist natürlich etwas weniger beeindruckend als die erste Seite. Na, das Magiermädchen lässt die Augen noch etwas feucht werden, wenn man so sagen darf. Der Rest wird allerdings eher so ein bisschen zur Kenntnis genommen, sage ich mal. Also vieles macht auch die Präsentation aus und da fehlt es ab Seite 2 wirklich gewaltig. Also wirklich ganz, ganz, ganz gewaltig. Ich muss dich übrigens noch an einer Stelle korrigieren. Du hast ja gesagt, dass du die Promos behalten hast, weil du dachtest, dass sie kaum noch zu finden sind in gutem Zustand aufgrund ihres Alters oder irgendwie so. Ich habe es jetzt nicht mehr wirklich 100% im Kopf, aber inhaltlich sollte das jetzt den Kern der Sache treffen. Da muss ich dich leider enttäuschen. Also diese Promos gibt es immer noch wie Sand am Meer. Ja, also und das wird sich auch in naher Zukunft nicht ändern. Es wird wahrscheinlich sogar Leute geben, die dir Geld dafür bezahlen, dass du sie von der Bürde, diese Karten zu besitzen, erlöst. Würde ich jetzt mal ein bisschen überspitzt behaupten. Jetzt mal zu seinem Kanal. Also seinen Kanal finde ich wirklich gelungen für den Anfang. Natürlich fehlt ein wenig das Konzept und auch die Thumbnails und ein wirklicher Kanalaufbau sind eigentlich so gut wie nicht vorhanden. Allerdings existiert der Kanal erst seit 2 Monaten, das darf man nicht vergessen. Und ich muss sagen, Aufmachung sowie Inhalt und Videoqualität ist eigentlich schon brauchbar und kann sich sehen lassen für den Anfang. Also ich habe nicht so einen geilen Shit gebracht am Anfang, bestimmt nicht. Sein Kanal heißt übrigens The Yu-Gi-Oh! Plays Germany
ein etwas längerer Name, warum nicht, und ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich persönlich bin mir noch nicht sicher, ob es sich bei dem Kanal um eine Eintagsfliege oder um einen Kanal handelt, der uns auch in Zukunft mit gutem Content versorgt. Ich persönlich kann ein Abo allerdings zu 100% empfehlen und denke, dass er sich in Zukunft Step by Step verbessern wird und eine solide Fanbase installieren kann. Zu guter Letzt hier noch eine simple Erläuterung, wie ihr eure Sammlung auf meinem Kanal vorstellen könnt. Die Voraussetzungen sind eigentlich recht easy. Ihr braucht nur eine brauchbare Cam bzw. eine brauchbare Videoqualität und interessanten Stuff. Ich liebe Cummins, nein wirklich, ich liebe Cummins. Ich kaufe sogar für jede einzelne Cummins einen One-Touch-Magnethalter. Aber der Großteil der Community interessiert sich, ähnlich wie die Elster, einfach für alles, das glänzt oder das Portemonnaie mit der Lederschließe schlackern lässt. Das heißt, ich werde hier keine Sammlungen vorstellen, die zu mehr als 50% aus Cummins bestehen. Sonst ergeht es dem Format auf Dauer genauso wie dem gespendeten Mega-Opening-Format. Es langweilt die Leute einfach irgendwann nur noch. Wenn ihr also ein Video aufgenommen habt, müsst ihr im Prinzip Folgendes tun. Ladet das Video auf eurem YouTube-Account hoch und schaltet es entweder auf öffentlich oder auf nicht gelistet. Ich empfehle das Video öffentlich zu machen, da mein Programm häufig Probleme hat, nicht gelistete Videos herunterzuladen. Mal funktioniert's nicht. Ist wie Poker. Anschließend schreibt ihr meine kurze E-Mail, die findet ihr übrigens in der Videobeschreibung, oder am besten auch noch via Instagram Bescheid geben, findet ihr auch in der Videobeschreibung, weil ich meine E-Mails nur vielleicht zwei, maximal dreimal die Woche kontrolliere, in der ihr mir einen Link zum Video sendet und mir mitteilt, ob ihr das Video von mir kommentiert haben möchtet oder ob ihr es selbst kommentieren wollt. Merke, wenn ihr es selbst kommentiert, dann kommt es wesentlich schneller online, als wenn ich es kommentieren muss. Da das einfach wesentlich mehr Aufwand ist, eure Videos zu synchronisieren und dann auch noch auf das zu schneiden, was ich sage. Wenn ihr das Video kommentieren lassen wollt, ist es wichtig, dass ihr nicht zu schnell durch eure Sammlung geht, sondern euch beim Umblättern von Seiten sowie dem Zeigen von Gegenständen Zeit lasst. Das hat der liebe Joshua in diesem Video nicht gemacht, deswegen musste ich seine Tonspur nutzen, obwohl er ja eigentlich wollte, dass ich das Video synchronisiere. War aber einfach nicht möglich, weil er zu schnell durch seine Sammlung gegangen ist, speziell bei den OVP-Produkten. Denn Überschüssiges kann ich ja immer noch wegschneiden. Nicht vorhandenes Material hinzuzuzaubern, kann funktionieren, hingegen nur imaginär und auch nur nach einem tiefen Schluck aus der Pulle. Oder 1000 Mikrogramm LSD. Anschließend, und das ist ganz wichtig, dürft ihr das Video nicht von eurem Kanal löschen, bis ich euch Bescheid gebe, dass das Video erfolgreich gedownloadet wurde. Wenn ihr das gemacht habt, dann heißt das eigentlich nur noch warten. Denn Commented Collections dauern immer eine ganze Weile, bis sie letztendlich online kommen. Und nein, ihr müsst kein YouTuber sein, um eure Sammlung vorstellen zu können. Ihr könnt ein ganz normaler Abonnent sein, der einfach Bock hat, mal ein Video zu machen. Das war es aber auch schon wieder an der Stelle. Ich hoffe, euch hat Joshuas Sammlung genauso gut gefallen wie mir. Lasst mir diesbezüglich gerne mal eure Meinung in den Comments. Und wir sehen uns zu einer weiteren Folge Commented Collection. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.